und was Zuschauer auch wissen sollten, egal was sie supplementieren, sie müssen erstmal für den Bedarf des Körpers sorgen auf der mineralischen Ebene und dann den nächsten Schritt machen. Alles andere macht keinen Sinn, weil die ganzen B und C und D und A Vitamine, die ganzen, es kann alles nicht wirken ohne Magnesium. Und es ist ein Königsmineral. Aber da redet niemand darüber. Naja, nie höre ich solche Sachen. Für die einen ist es vielleicht selbstverständlich und die anderen belächeln es. So, wenn nicht die Menschen diese Dinge für sich selbst klären würden, aus der Erfahrung, aus vielen Dingen. Sie hören es also medizinisch, hat es noch lange nicht irgendwo Einzug gehalten, sich darum auch zu sorgen. Hm.